Herzlich willkommen zu Zwischen den Zeilen. Ein Dank geht wieder an die Buchhändler in Schweich, wo wir wieder zu Gast sein dürfen. Wild und frei sein, kompromisslos mutig in einem radikal selbstbestimmten Leben. Nelly Stockburgers Erbe von der Mutter. Herzlich willkommen, Nelly Stockburger. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Nelly, dein Elternhaus war ja ein etwas schwieriges. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen darüber. Du hast es ja auch in deinem Buch beschrieben. Ja, also das Schwierige war, dass meine Eltern keine Nazis waren und halt in den Zeiten des Dritten Reichs jung und ihre frühen Träume halt hergeben mussten. Und als der Krieg dann vorbei war, ich bin 48 geboren, waren die eigentlich, also wir Psychologen würden es eine posttraumatische Depression nennen, da waren die halt schon gar nicht mehr lebensfroh und haben im Krieg halt sehr stark zusammengehalten in ihren Werten, eben die eher, ich sage jetzt mal, eine Weltbürgeridee und überhaupt nicht nationalistisch, geschweige denn irgendwie faschistisch. Und als es nachher alles so weiterging und meine Eltern auch die Befürchtung hatten, Braun kommt schon wieder, waren die eigentlich sehr erschöpft und haben dann die Kinder bekommen. Mein Vater war Arzt und er wollte eigentlich Künstler sein, war auch vorher Maler und musste dann auch von der Kunstakademie runter und galt als entarteter Künstler. Und er war halt völlig unzufrieden mit seinem Leben und hat es nun mal alles an seiner Familie ausgelassen. Aber ich würde es halt einfach auch eine schwere Depression nennen, die da ergriffen hat. Gut, die Generation hat es ja auch nicht einfach gehabt. Und insofern ist das schon sehr schwierig, da auch wieder rauszukommen. Das ist richtig. Deine Mutter, hast du beschrieben, ist aus einem großbürgerlichen, aus einer großbürgerlichen Familie und hat eine absolute Affinität zur Sprache. Ja. Das beschreibst du auch in deinem Buch Briefe von draußen über Liebe und Revolution. Ja. Und man merkt auch dir an, dass du ein ganz tolles Verhältnis zur Sprache hast. Ja, hat mir Spaß gemacht. Das hat dir Spaß gemacht. Deine Mutter, wie gesagt, nochmal, großbürgerlicher Haushalt, hat sich dann irgendwann von deinem Vater getrennt, weil es ganz einfach nicht mehr ging, als ich auszog. Ja, hat dir aber diese Werte, die du lebst, mitgegeben. Ist das dein Erbe, so wie ich es gesagt habe? Ja, ich würde sagen, dass meine Mutter ganz und gar die prägende Figur in meinem Leben war und dass das auch bis heute so ist, dass die meine Lebenskonzepte und auch, sagen wir mal, mit beiden Seiten, das Positive und auch das, was mich begrenzt, auch von den anderen Menschen trennt, aber was mich total ausmacht und wo ich unheimlich dankbar meiner Mutter bin, dass sie mir halt einfach diese Freiheit im Denken und diese absolute Sicherheit, dass ich als Frau vollständig gleichberechtigt zu jedem Mann bin. Das hatte ich immer, konnte gar nicht verstehen, wieso sich jemand anders fühlt. Das habe ich von meiner Mutter. Gut, das ist natürlich auch in diesem Zeitgeist-Kontext nicht recht schwierig, denke ich mir mal, da auch dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, ich bin gleichberechtigt dem Manne gegenüber. Das kam ja relativ spät, die Gleichberechtigung, Verträge nicht mehr von Mann unterzeichnen lassen zu müssen. Ne? Also als ich eine junge Frau war, war da vieles noch nicht selbstverständlich, was für die Jungen heute ganz selbstverständlich ist. Genau. Dein Buch Briefe von draußen über Liebe und Revolution, was ist dein Draußen? Ja, mein Draußen, da waren wir jetzt gerade schon, dass ich einfach, ich bleibe jetzt mal bei meiner Mutter, dass die ich sage mal, hohen Ideale und dass die so eine, mit der Sprache, hast du schon angesprochen, die war sowas von radikal denkend und frech auch, ne? Und antibürgerlich eingestellt, die hat wirklich jeden durch den Kakao gezogen. Und wenn man halt dann am Tisch sitzt und anstatt, dass man hört, dass man achten soll, was die Nachbarn sagen und sich auch schön anpassen soll, und die macht sich wirklich über alles lustig, glaube ich, dass es mir später sehr schwer gefallen ist. Also ich konnte einfach kein gut angepasstes, braves Frauchen werden. Das war wirklich nicht möglich. Und dass ein das doch einfach auch weitgehend zum Außenseiter macht. Also da ich hatte es ja ein bisschen schwer und ich wollte so gern auf der Welt mit den anderen. Ich habe mich total gefreut auf die Welt und dachte, die werden mich auch mögen. Sind ja nicht alle wie meine Eltern. Und bin so richtig harmlos und gutgläubig in die Welt rausmarschiert, von der ich wirklich keine Ahnung hatte.
weder von der bürgerlichen Welt, die hatte ich ja nicht gelernt, und die, in der ich nachher gelebt habe, die musste ich auch erst lernen, war dann teilweise recht hart. Ja, und Briefe von draußen ist bis heute ein ganz bestimmtes Gefühl der Einsamkeit, was halt ganz tief sitzt, wenn ich mich unverstanden fühle und auch merke, dass, sagen wir mal, bestimmte Vorurteile mir gegenüber und oder meinem Lebensentwurf gegenüber, dass die Leute lieber, also das habe ich in Trier auch stark erlebt, mich lieber zu einer Legende machen, die sie sich positiv oder negativ zurechtbasteln, wie sie es brauchen, aber dass ich, Mensch, wo ich ja auch bedürftig bin und gern mit den anderen, ich nenne das immer jetzt wie Kinder, wenn ich sage, darf ich mitspielen, also ich fliege immer schneller raus, als man denkt, dann darf ich doch wieder nicht mitspielen. Das ist Briefe von okay. draußen. Okay, also draußen bedeutet für dich oder in dem Kontext halt eben, dass du dich nicht mit dem Strom schwimmen siehst, ja. sondern dass du ganz einfach sagst, ich lebe mein Leben so, wie ich es mag, wie ich es gelernt habe, ja. wie meine Werte sind. Ja. Und dass das halt eben nicht unbedingt der das Standardbürgertum ist. Genau. Macht auch Probleme, sagen wir. Macht auch, genau. Du hast das Buch aufgebaut in Form von Briefen an eine anonyme Person. Warum hast du diese Form gewählt? Ja, also es sind Briefe an einen Mann, den ich irgendwie für mich begeistern wollte. Und ja, den gab es halt auch wirklich und den wollte ich auch für mich begeistern. Und da waren wir beide schon älter. Also ich war Mitte 50, der war noch ein bisschen älter. Und gut verheiratet, sage ich mal so. Ne? Was ja, das kommt ja vielleicht später, für mich jetzt nicht der Grund war, mich nicht um ihn zu bemühen. Ja, und der hat sich dann recht bald von mir zurückgezogen und ich habe eine Art Schreibzwang gekriegt. Ich habe dieses Gefühl, also es war ein sehr intelligenter Mann und ich dachte, wenn der mit mir redet, er wird mich verstehen. Und das hat mich so, wollte ich unbedingt. Und dann musste ich immer weiter schreiben, obwohl es den gar nicht mehr gab. Und dann habe ich die Briefform aufrecht gehalten, weil ich war die schon gewöhnt. Ich habe dem ja wirklich Briefe geschrieben. Und ich fand es halt toll, dass ich dann wechseln kann, auch in der Sprache oder von der Gegenwart in die Vergangenheit oder dass ich Themen wieder aufgreifen kann. Mich hat es einfach, ich fand es sehr schön, weil ich fand es kreativer. Ist auch mehr so ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht, ja, so ein Brief. Ist ja was Intimes. Ja. Immer in der Regel, wenn es keine offenen Briefe sind, an einen gerichtet, insofern eine sehr intime Geschichte auch. Ist auch, ne? Und ich habe auch bis zum Schluss des Buches, habe ich mir den immer vorgestellt. Also ich habe ihm weitergeschrieben, ja. War mir aber peinlich. Ich habe dem echten Mann keine Briefe mehr geschrieben, weil das wäre mir sehr peinlich gewesen, jemanden dermaßen zu verfolgen. Und da habe ich gedacht, na, so ein Buch muss ja keiner lesen. Ne? Das lesen halt nur die Leute, die es wollen. Und dann muss es mir ja auch nicht peinlich sein. Ja, ganz genau, absolut. Du erzählst in diesen Briefen deinen Lebensweg, deinen Lernweg deines Lebens, was, wir haben es eben gesagt, so nicht so ganz bürgerlich ist. Das heißt also, du hast dieses Wertegebundene in der wahren Liebe gefunden, im Zusammenhang damit, dass du sagst, ein Mensch kann mehrere Personen lieben, und zwar aus tiefstem Herzen, ohne dass daraus sich ergibt, dass es etwas Unmoralisches ist. Wobei Moral ja auch wieder so eine Norm ist, die man definieren muss. Du bist aber vorher, bevor du dich tatsächlich auch getraut hast, dieses Leben zu leben, erstmal ein bisschen brav geworden. Was war der Grund dafür? Also du hast geheiratet, hast Kinder gekriegt. Ich habe ja mit 18 Jahren geheiratet und ich war ja vorher aufgrund meiner, sage ich mal, doch schwierigen Kindheit, war ich halt auch schon so eine eher unwilde und Jugendliche. Ich wollte alles machen, was ich nicht machen darf und war gegen Erwachsene und so. Und das war auch schon sehr anstrengend, weil ich das halt auch schon alles ganz alleine auch verarbeiten musste. Ich hatte zwar immer beste Freundinnen, aber ich habe keinen Erwachsenen vertraut und ich hatte keine Gesprächspartner. Und dann habe ich gedacht, weil ich kannte die bürgerliche Welt nicht und in dieser Opposition, die ich damals halt auch gegen meine Mutter durchaus hatte mit dem
sagen wir mal, hochgestochenen utopischen Ideal, da habe ich gedacht, Mann, diese weißen Vorhänge, und die haben es bestimmt ganz gut und die Kinder sitzen alle um den Tisch und haben so nette Eltern. Ja. Und da dachte ich, das wird schön, wenn ich dann meinen Eltern abgehauen bin, dann mache ich auch so. Ja. Und das habe ich auch erst mal gemacht. Ja. Ich denke auch, das ist so eine gewisse Opposition, die man in jungen Jahren hat, wo man sagt, auf jeden Fall nicht so wie die Eltern, das weiß ich jetzt schon. Aber letztendlich hat sich nachher deine Mutter durchgesetzt, ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen. Ja. Du bist dann auf die Suche deinesgleichen gegangen. Ja. Erzähl ein bisschen darüber, du erzählst es ja auch in den Buch drin. Also ich kam nach Trier, Trier war, ich bin in Tübingen aufgewachsen, habe dort dann bis über 20 auch dann noch mit meiner Mutter zusammengelebt, die sich dann von meinem Vater getrennt hatte. Und dann kam ich über die Ehe nach Trier, weil die Eltern meines damaligen Mannes hier ein Geschäft hatten und er sollte dann halt in das Geschäft eintreten. Und dann kam ich halt aus dieser, sag ich mal, linksautonomen Familie in eine ganz, sagen wir mal, ich nenne das jetzt rechtslastig, ich will jetzt da... Ja, ich war schon eine konservative Ecke, konservativ, das ist ein gutes Wort. Ne? Und hier in Trier gab es noch gar keine Uni und alles ging nur um Geld und um Geschäfte. Und irgendwie war das alles für mich so eng. Und ich habe dann, weil ich mich auf die Welt gefreut hatte, da dachte ich da, ja, ich mache da mal mit. Und wenn ich dann irgendwo auf einem Fest war oder auf einer Party, ich kam mir immer so vor, als war mir alles ganz fremd und meine Einsamkeit wurde immer größer. Und dann dachte ich halt, ich muss jetzt linke Gruppen suchen und habe die natürlich in politischen Gruppen gesucht. Ja. Und habe dann überall geguckt, DKP, die Jusos und so. Und da dachte ich, irgendwo müssen sie doch sein, die so wie ich. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich mit der Parteipolitik, also dass mir das auch sehr fremd ist, was da so abgeht. Und dann habe ich nenne die halt diese Straßenanarchos kennengelernt. Die saßen damals mit ihren Schmucktüchern auf der Straße und hatten lange Haare und sahen bunt aus. Und da dachte ich, aha. Das sind die meinigen. Sind sie. Ne? Genau. Habe ich sie kennengelernt und bin dann relativ bald auch in diese Szene rein. Mhm. Du hast dann in Wohngemeinschaften gelebt, in unterschiedlichen Wohngemeinschaften, auch in das fand ich ganz toll, in unterschiedlichen Häusern, die man heute noch so benennen kann. Oder in Trier benennen kann, das muss man sagen. Und hast, du nennst es die drei Phasen des eigenen Konzepts der freien Liebe. Ja. Hast da im Grunde auch dein Leben mit aufgebaut und deine Kinder waren übrigens mit dabei. Du hattest bis dato mitgenommen. Die hast du mitgenommen und die haben mit Mutter. Genau, überzeugte Mutter. Hätte keins hergegeben. Ne? Erzähl uns was über das Konzept der freien Liebe. Das ist schon. Also das ist ein bisschen, dass ich da methodische Probleme hatte, weil ich das Thema so komplex finde, dass ich denke, man kann halt drauf leuchten und einige Aspekte besprechen, aber andere muss man außer Acht lassen. Also war eher ein hilfloser Versuch, das, was mir daran wichtig war an dem Thema, nur in drei Gruppen einzuteilen, auf die ich mich dann konzentriere. Und das Erste, was ich unter freie Liebe 1 beschrieben habe, das war das naive Ideal, in dem ich halt in diese Jugendsubkultur der 68er gekommen bin, die halt, wie man das weiß, und das entspricht ja auch, wer zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Etat, und so, all diese ganzen Geschichten. Und da habe ich halt erlebt, also ich hatte auch einen sehr radikalen Partner, der mich auch überzeugt hat, also mit dem bin ich auch geistig gewachsen, möchte ich mal so sagen, aber er war sehr abgedreht und eigentlich wurde mir von meinen früher Revoluzzer-Freunden aufgezwungen, ne, dass es ganz böse und unpolitisch sei, wenn man seinen Mann für sich alleine haben will und dass ich eben dann wieder von meiner Mutter dieses territoriale Denken, aber das war jetzt wäre von mir ein feministischer Punkt, dass ich ja ganz leicht davon zu überzeugen war, dass ich niemandem gehöre, auch nicht meinem Mann. Ne. Das heißt nicht, dass man dann frei von Eifersucht ist und dass es keine Schwierigkeiten machen würde, aber die Selbstbestimmung, das war eigentlich meine Leitidee, da konnte man mich früh überzeugen. Ja, und dann habe ich halt gesehen, was die anderen alle so machen und das hat mich eigentlich gar nicht überzeugt, war auch nicht überall dabei, ich musste nie machen, was alle anderen machen und habe gedacht, das ist irgendwie eine Spirale,
die tun sich so weh, die Menschen, ne? Und da gibt es immer Opfer und da werden immer welche verlassen und die Kinder verlieren ihre Eltern und so. Ja, und habe dann Despair, sage ich einmal, fast aus einer beobachtenden, aber politisch solidarischen Einstellung so betrachtet. Ja, und dann kam ich hier und da halt auch mal zu dem Vergnügen, mal was auszuprobieren. Und dann habe ich halt, weil diese, ich sage jetzt mal als erstes, hatte ich auch einfach ein bisschen Lust, auch auf Abenteuer oder wenn ich das Leben so sehe, dass es überhaupt eine große bunte Wiese ist mit vielen Blumen, wollte ich schon auch, wenn mir da was besonders Nettes entgegenwächst, das wollte ich schon auch nehmen. Mhm. Ne? Aber ich habe in den ganzen Jahren noch sehr monogam gelebt, weil ich halt auch feste Partnerschaften hatte und da hat man halt, also Fremdgehen passt zu uns nicht. Ne? Wir, also unser Anspruch war große Ehrlichkeit. Und wir haben das dann gesagt. Ich gehöre zu denen, die, ich habe es immer vorher gesagt, ne? Das haben die anderen irgendwie nett gemacht. Das unterscheidet das ja im Grunde, ja, wie du eben gesagt hast, vom Fremdgehen. Ja, ja? Das Fremdgehen hat ja immer eine gewisse Heimlichkeit und genau. Eifersucht genau. und genau. territorialen ja. Anspruch ja. und Besitzanspruch und sowas. Genau. Und ihr habt, oder du hast wir halt eben haben, gesagt, also der Anspruch war Bescheid. In der Szene, wir wollen ehrlich sein, ja, und Frauen dürfen genauso wie Männer, Anspruch, in Wirklichkeit war es ganz anders. Ja. Männer haben natürlich viel mehr und vor allem die Mächtigen, und gut, die konnten sich dann so die Frauen nehmen. Aussuchen. Und die Frauen haben auch mhm. brav dann wieder die großen Frühstückskannen gekocht und so, das hat mir alles eigentlich nicht gefallen. Ne? Und ich habe mich auch über diesen Anspruch unserer Männer geärgert, die das immer politisch dargestellt haben und die haben auch sehr ihre Vorteile gesucht, also das muss ich mal sagen. Also ich würde es heute als ein ganz normales jugendliches Treiben, was ganz stark im Sinn von einem jugendlichen Narzissmus abgeht, mhm. so sehe ich das eigentlich mhm. heute. Das heißt also diese, ich möchte es jetzt nicht Naivität ja. nennen, aber doch eine gewisse, ein gewisser Anspruch an die Ehrlichkeit und ja. die Offenheit, die ist im Grunde ja auch nicht da gewesen, dadurch, dass manche es ausgenutzt haben ja. und manche halt eben einfach nur mitgeschwommen genau. sind, weil sie dabei genau. sein wollten. So war es ne? auch. Mhm. Und das weiß ich auch erst heute. Also ich war damals halt so froh, dass ich die gefunden hatte. Mir konnte man damals alles erzählen, ja. weil ich die Erfahrung noch nicht hatte. Ich auch nicht wusste, woran es sich festmacht. Und von daher habe ich das halt geglaubt. Also in der Phase meines Buches, wenn ich die Zeit beschreibe, ist die einzige Zeit, in der ich immer von wir schreibe, ne? mhm. weil ich wirklich geglaubt habe, wir wären das. Wir aber sind, genau. Ja. Heute weiß ich natürlich, dass ja, ganz das vieles war ich auch alleine ist. Und habe es einfach nicht gesehen oder nicht gemerkt. Aber umso mehr ist es doch nicht verwunderlich, sondern bemerkenswert, dass du deinem Weg doch treu geblieben bist ja. und dich nicht hast davon abhalten lassen, die freie und wahre Liebe zu leben. Ja, wahre Liebe ist ein kritischer Begriff, da komme ich okay. gleich bei freie Liebe 3 dazu. Aber ich mache ja. gerade freie Liebe 2. Ich war gar nicht immer begeistert und bin ja nun auch immer mal wieder, ich sage mal, sehr hart verlassen worden, wo ich auch sehr schwer dann wieder drüber wegkam. Und dann hatte ich die kleinen Kinder und noch später, ich habe ja auch dann noch gearbeitet und mein Studium fertig gemacht. Also war teilweise ein bisschen schwer. Und wo ich dann einfach dachte, das geht nicht, die Menschen können das nicht, das ist ein hoher Anspruch, der zerstört mehr, als dass man damit erreichen kann. Das gehört jetzt dieser Abschnitt Freie Liebe 2, der beschreibt halt, was ich halt häufig als großen Schmerz eigentlich erlebt habe, dass der Macht, also Menschen mögen einfach auch in der Sexualität, ist immer Macht, spielt da mit, ob man es zugibt oder nicht, also bei uns angeblich nicht, aber es war halt genauso. Und dass ich halt diesen dann teils wirklich übergroßen Narzissmus, der es auch in unserer Szene gab, das habe ich dann sehr kritisch gesehen und auch sehr abgelehnt. Ne? Also eine große Rücksichtslosigkeit untereinander, ne? und auch eine Gleichgültigkeit gegenüber denen, die da zurückgeblieben sind, habe ich auch teils selbst erlebt. Ne? Und das war mir dann irgendwie zu hart. Und dann war es aber so, dass ich über ja, Lesen von Büchern und mich interessieren, habe ich dann nochmal von einer Gruppe gehört, die gibt es immer noch, das ist heute das ZEK, das ist irgendwie in der Nähe von Berlin.
Und dann, die sind aus meiner Generation und die machten das immer weiter. Und da dachte ich, ja, was soll das? Wieso machen die das immer nur weiter? Es hat mich halt interessiert, was hält die aufrecht? Und dann habe ich etwa 10 Jahre, muss ich sagen, ich bin ja dann einfach ganz alleine weitergegangen in meinem Leben, ganz konsequent ausprobiert, was bin ich nicht, was will ich nicht. Und habe versucht, den Weg zu gehen, das so zu machen, dass ich ganz respektvoll und achtsam mit anderen Menschen umgehe und dass ich meine Werte hüte, die ich dabei habe. Und dass es mir auch egal ist, ob die anderen das verstehen oder nicht, weil ich weiß, was ich will und wie ich es mache. Und da war ich dann recht zufrieden und lande dann bei Freie Liebe 3. Das, wie ich heute noch denke oder auch noch lebe, ne, dass ich gemerkt habe, und das sage ich jetzt mal nur über mich, dass ich unheimlich treu bin. Und ich, wenn ich mich öffne und ich möchte mehr vom Leben haben und ich will eigentlich viel vom Leben haben, ich glaube, dass es mein einziges ist und es soll schon ziemlich schön sein, ne, dann muss ich mich selber darum kümmern, bin auch selber verantwortlich. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich neue Menschen kennenlerne, auch wenn ich mich noch mal neu verliebe, nach einer längeren Partnerschaft, also ich muss es so blöd von mir sagen, ich liebe alle Menschen, die ich mal geliebt habe, eigentlich immer weiter. Und es kann sich auch auf eine Frau beziehen oder auf einen Mann. Und da hatte ich dann gemerkt, also anfangs dachte ich, wie bist du denn komisch, alle anderen haben das nicht. Ja. Ne? Und da habe ich einfach angefangen, wenn ich jemand Neues kennengelernt habe, der mir sehr wichtig war, habe ich gesagt, du, ich habe da was. Ne? Mhm. ich hänge einfach an den Menschen, die ich liebe, sehr. Ne? Und ich führe sie auch in meinem Herz mit, manchmal führe sie auch in meinem Leben mit. Ah ja, hat sich mein Leben geändert. Jetzt nochmal zu der Abenteuerlichkeit, weil das finde ich auch interessant. Es hat sich dann halt so entwickelt, dass ich Beziehungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen in unterschiedlicher Art lebe. Und das ist nicht mehr, dass ich irgendwas erzwingen will oder dass ich was Bestimmtes machen will, sondern ich versuche mich einzulassen. Und mit jedem Mensch geht halt ein bestimmter Weg und dann hört der Weg auf, weil die Menschen verschieden sind, Entwicklung verschieden ist. Und dann lasse ich das ganz respektvoll genau an der Stelle stehen, wie auch im Buch, den Herrn, dem ich da geschrieben habe, wünsche ich dann alles Gute, gehe meinen Weg weiter und die anderen gehen woanders hin. Genau. Und dadurch ist es nicht so, dass ich sagen kann, in meinem Leben werden, ob Liebschaften oder Abenteuer oder Partnerschaft, ist immer so, sondern das wandelt sich mit dem Leben wie ein Fluss. Ich denke mir auch, da muss man die Vorstellung, die ich auch hatte, ehrlich gesagt, und die sicherlich auch einige haben, aufgeben, dass man sagt, es ist ein werteungebundenes Leben. Ich wechsle die Partner, wie sie gerade kommen, beziehungsweise nehme jedes Blümlein mit, was ich auf der Wiese finde, sondern es geht im Grunde, und so habe ich dich jetzt auch kennengelernt, eine wertetreue Frau, deshalb hast du ja auch zu jedem noch Kontakt, der in dein Leben getreten ist. Habe ich und nicht, weil die Männer aber irgendwie ich schon einen Herzenskontakt. Ne? Ja, so, ja, Herzenskontakt. Genau. Und du hattest ja auch 3 Lebenslieben, die dich sehr geprägt haben. Große Lieben, genau. Während du aber trotzdem dein Leben und deinen Anspruch darauf, andere Lieben parallel zu haben, trotzdem gelebt hast. Ja, das war halt vor allem, wie gesagt, in der 3. Beziehung, wo meine Kinder dann groß waren und teils schon aus dem Haus. Und diese Subkultur gab es ja in dem Sinn nicht mehr. Und ja, da habe ich, also das beschreibe ich, kann das jetzt hier jetzt, weil das ist ein bisschen länger, das habe ich dann theoretisch auch ziemlich viel begründet und erklärt. Ich wollte, also mir erschien das blöd, dass ich jetzt in einem Bild sitzen bleibe und meinen alten Revolutionären nachtraure, die es erstens nicht waren und zweitens gar nicht mehr da sind und so. Ne? Und dann dachte ich, du nimmst jetzt die lieben bürgerlichen Männern, weil du hast auch Vorurteile gegen Männer und du bist geschult, Vorurteile gegen das bürgerliche Leben zu haben und da wirst du mal ganz schön tolerant, mal gucken, wie die sind. Und dann sind die total nett. Also ich mag Männer total, ich mag auch bürgerliche Männer total. Ja gut, im Grunde haben die ja auch ihre Prinzipien, so ja, wie ganz du sie genau hast. Ob man die aufeinanderlegen kann, ist dann eine andere Frage. Das ist aber auch eine Frage der Kommunikation und der Offenheit. Ja.
Und ich beanspruche ja eigentlich nur, die dürfen alle machen wie sie und nur mich soll man bitte auch lassen. Und du willst so machen, wie du genau willst. So. Ne? Ja, und was da geht, geht und was nicht geht, geht einfach nicht. Genau. So lebe ich. Genau. Wir gehen später noch mal ein bisschen weiter in deinem Leben. Was mir jetzt noch mal zwischendurch aufgefallen ist, was ich sehr wichtig finde, ist, wir haben, es ist schon ungefähr 10 Minuten her, haben wir darüber gesprochen, dass die jungen Leute im Grunde gar nicht mehr wissen, was, wie es war, als die Emanzipation noch nicht da war. Es ist ja alles heute selbstverständlich, dass man arbeiten geht, dass man Verträge, dass man mit 18 selbst Auto fahren kann und so weiter und so fort. Diese Geschlechterfrage, diese Gleichberechtigung, es interessiert mich jetzt. Siehst du eigentlich in dem Kampf, der heute da ist, die jungen Leute kämpfen ja immer noch um Homosexualität zum Beispiel, um ihr bestimmtes Leben mit einem Partner, der vielleicht gleichgeschlechtlich ist. Ist das die logische Folgerung von Alice Schwarzer? Logische Folgerung. Also ich würde sagen, wenn in der Gesellschaft einfach mal was steht, dann wird es auch nicht mehr beachtet und dann ist es ja gut, dass man sich für ein neues Thema interessiert. Also ich würde sagen, dass die jungen Frauen oder die diese Probleme wirklich nicht mehr haben, die wir damals hatten und dass es keinen Grund gibt, so eine Art von Männerhass oder kämpferisches auf jedes Detail achten, wer da was macht und die jungen Männer auch von uns Müttern ja auch sozusagen erzogen wurden, ja. Die auch sehr liebenswürdig und oft sehr anpassungsbereit ihren Frauen gegenüber sind. Ne? Ja, das kommen neue Themen. Also ich finde nicht, dass die junge Generation es jetzt in so viel besser hat, aber die Probleme haben sich sehr stark verändert. Ne? Also auch im Eros hat sich vieles so stark verändert, die haben andere Probleme als wir. Ne? Und ja. Ja, insofern ist es vielleicht tatsächlich die Fortführung auf der Basis, das, was Alice Schwarzer praktisch aufgebaut hat, die Selbstständigkeit der Frau, die Emanzipation der Frau und dass man im Grunde daraus auch gelernt hat, andere Lebensformen zu akzeptieren, das ist es ja im Grunde jetzt mit der Homosexualität. Ja. Andere Lebensformen zu akzeptieren. Genau. Wenn man jetzt die gesellschaftliche und auch juristische Situation betrachtet, ist es so, dass eine Frau heute könnte, wenn sie könnte, eigentlich in ihrer vollen Selbstbestimmung auch leben und auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingehen. Sie kann es auch offen zeigen, auch Schwierigkeiten gibt es immer, das kommt auch darauf an, wo man lebt, in welchem Umfeld und was man für einen Beruf hat. Aber das ist in jedem Leben so, also ganz gratis und ganz so hingebettet kriegt man es halt nicht. Also natürlich muss man sich um was bemühen. Und ich würde sagen, es ist immer eine Frage von Mut. Also ich habe ja nun auch fast 40 Jahre als Psychotherapeutin gearbeitet, im Bereich Liebe und Sexualität, überwiegend mit bürgerlichem Klientel. Und ich muss sagen, dass das, was die Frauen, ob jüngere oder ältere, heute eigentlich tun könnten oder dürften, das tun sie nicht. Aber der Grund ist nicht das Außen, sondern es kommt also von innen. Die innere Einschränkung. Ja. Das sind einfach, wo wir am Anfang, wir werden geprägt, ne? Und wir haben unsere Grenzen und die kommen, aber heute sind die mehr psychologisch zu betrachten. Sicher, also, man bekommt ja seine Muster aus der Familie mit. Ja. Ne? Und das nochmal auszuschleifen, ist ja sehr schwierig, diese Muster auszuschleifen. Ja? Insofern, da ist eine innere Begrenzung. Das kann ich gut nachvollziehen. Also wir haben noch Luft. Wir haben noch Luft, genau, rundherum, genau. Du hattest auch ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass du im Grunde auch so dieses politische Leben gesucht hast, beziehungsweise du hast die linken Gruppen gesucht und hast dann gedacht, in diesem politischen Umfeld findest du das, was du suchst. Ja. Wie ist denn das politische Leben oder die politische Person Nelly? Ja, also das, was ich gesucht habe, war, dass ich einfach eine Solidargemeinschaft, in der jeder Mensch genau gleich viel wert ist, nicht nur Männer und Frauen, keine Klassengesellschaft, also da war jetzt mein Vater, der hat mich da geprägt, ne? Da ist der ja völlig der alte Kommunist gewesen. Okay. Ne? Ja. Und dass ich halt irgendwelche Rechte, mit der die einen glauben, auf die anderen runtergucken zu können, das konnte ich überhaupt nie ausstehen. Ne?
Also das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, kann ich bis heute noch nicht ausstehen. Und dann ist es natürlich auch der Kapitalismus als solches, also die Macht des Geldes, wenn man, also das sage ich jetzt mal kurz gefasst, dass ich überzeugt bin, dass wir Gemeinschaftswesen brauchen, dass wir alle ein bisschen wertegebunden sind, auch ein Moralsystem brauchen. Und dass, wenn man, die Religion war weg, also ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber wir brauchen verbindliche Werte in allen Gemeinschaften, um menschlich zu bleiben. Und das halt diesen höchsten Wert, das Geld als höchsten Wert zu setzen, ist natürlich ganz arg fatal. Das merken wir ja jetzt. Ne? Natürlich. Das ist was ganz Schlimmes. Ja. Sind deiner Meinung nach die Werte, haben die sich verschoben? Oder sind die untergegangen? Oder wo sind denn die Werte? Ja, also wenn wir jetzt mal Autoritätsstruktur in einer Gesellschaft betrachten, waren halt, sagen wir, bis zum Zweiten Weltkrieg auch Familien, waren autoritäre Systeme, der Patriarch vorne und dann die dienende Frau und die Kinder, die brav sein mussten und alle diese Sachen. Jetzt ist es ja sehr schön, dass es diesen radikalen Wertewandel gab, das haben wir ja gemacht, genau, ne, vor allem auch gemacht. In der Pädagogik ganz stark, ne, und in vielen anderen Werten auch bezüglich Liebe und Ehe und gesellschaftliche Rechte auch von Randgruppen und alles. Ne? Aber also ich nenne es jetzt mal Konsumgesellschaft, dass eben die Generation nach mir, die uns dann wirklich auch gar nicht so richtig leiden konnten, und ich habe auch mal an der Uni geschafft, 2 Jahre, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, oder ein bisschen länger auch, diese nachfolgende Jugend, da gab es dann die Pille, es gab dieses Wirtschaftswunder, die waren alle total mit Geld versorgt und eigene Fernseher und eigenes dies. Dann kamen die ganzen Marken und das alles. Ne? Und dass ich dachte, das kann nicht gut gehen, wenn dieses Vergleichen mit anderen ausschließlich materiell betrachtet wird und sich an Statussymbolen entlanghängt. Das kann einfach nicht gut gehen. Und das denke ich eigentlich immer noch. Ne? So geht es. Also ich denke auch, dieser Wert, der da oben als erstes angesetzt ist, das, was du sagst, Konsum, Geld, der übertüncht eigentlich auch einige Werte, wie Freundschaft, Zuverlässigkeit, Treue, was immer da ist und welche die Werte, die du auch lebst. Ein soziales Miteinander, ne, was Gemeinschaften erhält, Gemeinschaften pflegt, Beziehungen pflegt. Wenn du jetzt so aus deiner Perspektive heute aus dem Stuhl zurückblickst, was ist geblieben von deinen Werten, von deinen Ansprüchen von Nelly? Also wenn ich mal so ganz ehrlich bin, ist eigentlich alles geblieben. Ich habe ja mein Haus, mein Garten, wie ich lebe. Ich nenne das immer eine Werteinsel. Und in diesem Gelände, in meinem Leben, möchte ich, dass die Werte gelten. Ne? Mhm. Und jetzt finde ich natürlich nicht immer die Leute, die das ganz genauso sehen wie ich und für die dieselben Werte gelten. Und typisch ist, glaube ich, für mich, wofür mich manche Leute immer noch doof und naiv finden, oder ich sehe es ganz anders. Ich bleibe meinen Werten, also wie ich handle und wie ich denke, das ist ein ganz klares, für mich auch sehr moralisches Gerüst, und so bin ich einfach und bleibe ich. Im Grunde auch ein altes, in Anführungszeichen, nämlich so alt wie die Nelly, seitdem sie ihre politischen Freunde getroffen hat, beziehungsweise ihr Leben in die Hand genommen hat. Nur was mir sehr wichtig ist, dass ich eben dieses in Sprüchen leben oder was mir ja früher viel gemacht, das macht ja jede Jugend, dass man da Sprüche rausbläht, die man selber nicht macht und so. Mir ist es ganz besonders wichtig, dass ich das auch tue, was mich geistig überzeugt. Das macht mein Leben auch immer noch ein bisschen schwierig. Da werde ich oft angegriffen und sagen, wieso machst du es dir nicht leichter und wieso machst du das? Da verstehe ich, also ich weiß schon, was die mich fragen. Ja. Aber ich denke, was wollen die von mir? Ich bin ja froh. Ja, aber es ist schon kein einfacher Lebensweg oder keine einfache Lebensphilosophie, denn du bist ja immer in Diskussion. Nicht mit dem Rücken zur Wand, das meine ich jetzt nicht, wenn es so rübergekommen ist, sondern du sagst immer, was du denkst und hast immer irgendwo ein Feedback, hoffentlich, wo du in Diskussion oder in Kommunikation sein musst. Ja, schön wäre es, wenn da immer Kommunikation wäre. Ja, okay. Ne? Also wenn man so unbequem ist, das bin ich halt manchmal schon. Ne? Also es ist ja schon so, dass man auch es einfacher hat, jetzt sagen wir mal die anderen,
wenn man einfach keine Kommunikation pflegt, mhm. da ist man mich auch in gewisser Weise los, wenn man einfach gar nicht mit mir spricht. Ja. Aber ich wollte einfach nur mal zu dem Punkt einfach, also das höre ich halt ganz oft, wieso hast du das nicht einfacher gemacht und was hast denn du da für ein Leben? Ne? Für mich ist bis zu meinem letzten Tag die Tatsache, dass ich denken darf, mich entwickeln darf, mich auseinandersetzen darf mit anderen Menschen, die mich auch immer noch sehr interessieren. Ne? Das ist für mich ein großes Glück und ich weiß überhaupt nicht, was einfach sein soll. Bei einfach fallen mir lauter schreckliche Sachen ein. Das will ich nicht. Ne? Okay, vielleicht ist auch einfach da, oder nein, vielleicht ist das, was du meinst, was du leben willst, einfach und die anderen haben ein Problem damit, oder? Ich will das nicht bewerten. Also für mich ist mein Leben nicht schrecklich. Ich mag es. Das ist gut, das ist ja schon mal gut. So in sich ruhen hat ja auch was. Ich denke, du ruhst auch in dir. Ja. Wir haben, wenn wir nochmal, die Frage war ja, was ist geblieben? Und du hast uns auch berichtet, dass du zwischendurch auch manchmal deine Einsichten hast anpassen müssen, weil du ganz einfach erkannt hast, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder es ist nicht so, es wird tatsächlich nicht so gelebt, wie ich das eigentlich wollte. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie viel oder hast du dich in deinem Leben verändert? Ich finde, ich habe mich sehr verändert. Also das, was du jetzt gerade angeschrieben hast, also ich habe mein Buch, jeder Brief beschreibt eigentlich Hoffnung und Fall. Ne? Immer wieder neu. Und für mich sind es nur Lernschritte. Ich finde es gar nicht schlimm, dass man, wenn man sich in einer Sache nicht auskennt und man geht an die dran, dass man erstmal hoffnungsvoll dran geht. Das finde ich sogar ganz gut. Ne? Und dann muss man natürlich aus der Sache lernen. Und man macht immer Fehler und die anderen machen auch welche. Und da könnte ja die Qualität beim nächsten Schritt besser sein. Genau. Ne? Und ich behaupte, dass das, was ich von mir wollte, nämlich eine ehrliche Liebesfähigkeit, auch eine Gutwilligkeit, eine Warmherzigkeit anderen Menschen gegenüber, dass ich sage mal, von meiner schwerst narzisstisch geprägten Familie ein ziemlich netter Mitmensch geworden bin. Ja. Ich glaube, man kann von mir was haben. Ja, finde ich toll. Ja. Wie ist denn dein Lebenskonzept aus deinem Alter heraus? Du hast eben selbst dein Geburtsdatum genannt. Ja. So dein zukünftiges Lebenskonzept. Denn ich kann mir vorstellen, dass das Leben, wie du es in jungen Jahren gehabt hast, Blümchen pflücken, das wird ja jetzt anmählich für eine Frau auch ein bisschen schwieriger. Der Markt wird ja kleiner. Der Markt wird einwandfrei kleiner. Und sage mal, ich danke meiner 20-jährigen Geschicklichkeit. Ich werde meine Tricks jetzt wirklich nicht verraten, aber... Das machen wir nachher. Also ich habe es einfach gelernt, ich habe es geübt, ich bin ein mutiger Mensch. Also ich finde immer noch genug nette Menschen, die mit mir auf der Ebene, wo ich es haben will, was teilen. Also es hat noch nicht aufgehört, sagen wir es mal so. Aber ich will natürlich nicht behaupten, wir haben eine Jugendkultur. Also mit 30 geht man irgendwie leichter auf die Pirsch, als wenn man die 60 überschritten hat. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Dein Lebensentwurf für das Alter nochmal? Ja, für mein Alter. Also ich möchte die Menschen, die ich liebe, und da gibt es ja welche, die ich schon ganz lange liebe und die ich auch ganz tief liebe, ich möchte denen tatsächlich so ganz konkret treu bleiben, ne, dass die sich meiner Solidarität und meiner, ich will sagen, ich finde es auch schön, wenn Liebespaare sich gegenseitig unterstützen, auch schützen, ne, dass es da auch irgendwie was Warmes und einen Rand gibt. Das möchte ich alles weiter so machen und behalten. Aber ich bereue das heute jetzt nicht, was ich alles gelernt habe, weil das Leben geht ganz schnell vorbei. Und ich glaube, jeder kann es ein bisschen mehr leben, als es tut. Und ich bemühe mich einfach darum. Und er muss ganz einfach ein bisschen mutig sein, ja, so wie du es gemacht hast. Muss ein bisschen mutig sein, das stimmt schon. Und die Sachen fallen einem auch nicht immer in Schoß. Also ich finde, dass alles, was einem wichtig und wert ist, erfordert natürlich auch eine gewisse Aktivität. Und nochmal das Frauenbild von früher, also das ist ja nun auch ein Teil der Selbstbestimmung. Die Frauen
möchten sich immer noch ganz schön gerne als Objekt sehen und sind frustriert, wenn die nicht alle kommen. Einerseits sagt man, die Männer wollen immer irgendwas und dann stellt man sich hin und wartet. Ne? In so einer Gleichberechtigung der Geschlechter muss man das, was Männer immer riskieren müssen, nämlich, dass sie 10-mal fragen müssen, bis eine Frau mal Ja sagt. Ne? Also ein bisschen was muss man auch dafür tun, dass man, ich sag mal, sich auf den Markt bringt. Also ich kann ja nicht nur zu Hause sitzen und beleidigt warten, ob vielleicht mal einer kommt. Wird auch keiner klingeln. Nein. Beziehungsweise, nein. Ja, wird keiner klingeln. Nelly, herzlichen Dank, dass du da warst. Das war mir eine sehr große Freude. Ja, und ich danke dir auch und freue mich für die schönen Fragen. Danke. Briefe von draußen über Liebe und Revolution. Ja. Herzlichen Dank. Ich werde wohl für den Rest meines Lebens solidarisch handeln, weil ich muss. Weil es meine eigene Menschenwürde verletzt, wenn ich weiß, dass ein anderer sie nicht haben darf. Nelly Stockburger, herzlichen Dank. Wenn Sie die Sendung noch einmal anschauen wollen, weil Sie zu spät eingeschaltet haben, können Sie das tun in der Mediathek ok54.de/mediathek. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wir sehen uns wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.